Oh, ich bin verwirrt. Das ist nicht gut. Genau, weglaufen ist eine gute Idee. Du, da hältst mal die Füße still. So. Kommt, nervt jemand anderen. Wie kann ich helfen? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Okay, das sind ein paar schöne Sachen hier. Kettenzauber, das auch noch. Also Kettenzauber, den will ich unbedingt lernen. Die Zauber kann Nera bereits alle. Abwehrschienen, die nicht was nicht toll sind. Ein Kriegshammer, der nicht toll ist. Stab der Himmel, den haben sie gegen uns benutzt. Streitkolben, mittleres Schild, alles zu verkaufen. Okay, was haben wir noch alles? Worum geht es diesmal? Ein paar Tränke, ein Ring und noch ein Stab. Wie ihr wollt. Okay. Ja? Mal kurz eine Heilung für mich. Ein bisschen lebendig. Wie kann bin. Ich helfen? Gib mir noch einen Trank. So. Edeventas Geschenk. Der Träger ist immun gegen alle Effekte, die seine Bewegungsfreiheit beeinflussen. Dies gilt beispielsweise für Hast und Verlangsamen. Ja. Machen wir das so. Blitzstab brauchen wir nicht unbedingt. Gegengift und ein Brandöl. Ja, von mir aus so. Worum geht es diesmal? Aber irgendeiner hatte noch eine Schriftrolle bei sich, genau. Wie ihr wünscht. Ganz ehrlich, zur Sicherheit. So nett, dass alle plündern Fenster ist, aber wenn es zu viel zum Plündern gibt, so durcheinander, dann ist das auch nicht so besonders gut. Oh, das ist eine schöne helle Barde. Habe ich doch nicht helle Barde beigebracht? Ja, habe ich. Und dann mit helle Barde, ja. Ja, ihr braucht nur zu fragen. So, die echte Botschafterin ist bereits hinüber. Wie kann wie Hallo Taldorn. Hallo. Ich will keinen Ärger. Was macht ihr hier? Verlasst dieses Gebäude und ich hole die Wachen. Sicher, wenn ihr wollt, dann gehen wir. Das können wir erst tun, wenn ihr einige Fragen beantwortet habt. Ihr seid hier, um mich zu töten, nicht wahr? Das könnt ihr nicht machen. Wisst ihr denn nicht, wer ich bin? Ich bin Taldorn, einer der Anführer des Eisenthrons. Ihr seid ein Jammerlappen. Ich glaube, ich werde euch töten müssen. Könnt ihr uns nur eben sagen, wo wir die anderen Anführer des Eisenthrons finden? Wenn ihr den Mund aufmacht, werden wir euch euer erbärmliches Leben lassen. Wo sind die Dokumente, die die Verstrickung eurer Organisation mit den Raubüberfällen und der Eisenknappheit bald beweisen? Sprecht oder ihr werdet sterben. Bitte tut mir nicht zu leid. Da ist, was ihr so findet, ihr bei Rielta. Er ist der eigentliche Anführer des Ganzen. Er hat immer alles bei sich. Darf ich jetzt gehen?
Wenn ihr uns sagt, wo sich die Anführer des Eisentors befinden, lassen wir euch vielleicht laufen. Die anderen Einführer, Bonos und Rieta, sind in Kerzenburg und wickeln dort Geschäfte mit einigen Gönnern aus dem Süden ab. Wollt ihr mich nun bitte gehen lassen? Tut uns leid, wir können euch nicht gehen lassen, ihr wisst zu viel. Nein, bitte lasst mich ein Leben. Mein Gott, ich habe noch nie eine solche Würdelosigkeit gesehen. Dafür, dass ihr uns dieses beeindruckende Schauspiel geliefert habt, dürft ihr gehen. Gut. Als wir Talon bedrohten, erzählte er uns, dass Rieto und Brunus seine Geschäftspartner in Kerzenburg sind. Worum, wie ihr wünscht. Ja, das hier wird aber Rieltas Arbeitszimmer sein dann, das große. Ja, ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Also das ist Brunus, das hier war Taltos Arbeitszimmer. Dann gehört das hier mit den vielen schicken Gemälden Rieta. Meine Nachforschung haben ergeben, dass sich die eigentlichen Anführer des Eisentors in Kerzburg treffen. Meinem einzigen Heim. Ich muss umgehend Herzog Eltern in Kenntnis setzen. Mhm. Gut, ich konnte Blitzstrahl nicht lernen. Hätte ich auch ehrlich gesagt nicht gewollt. Was ist das für einer? Trag der Steinriesenstärke. Okay, was haben wir hier für Schriftrollen? Ich habe eine Aufgabe für euch und eure Auserwählten. Ihr, der treueste von allen, sollt für mich die Stellung halten. Glaubt nicht, ich würde eure Verdienste herabsetzen, indem ich euch mit einem einfachen Wachposten betraue. Diese Aufgabe ist für mich und folglich auch für euch von ganz besonderer Bedeutung. Brennoir ist mir inzwischen ein Dorn im Auge, der entfernt werden muss. Erfüllt meine Bitte und ihr erweist mir einen großen Gefallen. So lautet euer Auftrag. Scheitert nicht an ihm. Sarivok. Rieta, meine Vorgesetzten sind begeistert von eurem Vorschlag. Ich würde gerne mit euch besprechen, aber nicht auf diesem Weg. Die Hafner und Zenz waren in letzter Zeit in dieser Region sehr aktiv und es wäre so unvorteilhaft, ihnen die Möglichkeit zu geben, eine Allianz zwischen unseren beiden Gruppen zu verhindern. Wenn ihr Brunus und Haldun uns im sicheren Kerzenburg treffen könntet, wären meine Vorgesetzten sehr erleichtert. Sendet bitte so schnell wie möglich eure Antwort. Tut. Vater, ich habe deinen Brief erhalten und kann dir versichern, dass Brenner uns nicht mehr in die Quere kommen wird. Ich habe mich persönlich um das Problem gekümmert und es ist so, wie von dir gemutmaßt. Brenner war ein Spion der Zentarim. Ich muss dir außerdem mitteilen, dass es mir nicht möglich ist, auf dem Treffen in Kerzenburg teilzunehmen. Es gibt Probleme mit der kalten Hand und dem schwarzen Kalb. Ich muss mal wieder ihre Meinungsverschiedenheiten beilegen. Es tut mir leid, dass ich dir nicht zur Seite stehen kann. Sarivok. Also ja, Sarivok plant hier sein eigenes Süppchen mit seinen halbgegorenen Lügen. Wie kann ich helfen? Wie ihr wünscht. Gut. Oh, Doppelgänger. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Achso, das war der Doppelgänger der Botschafterin. Hey, Schankwirt. Wie wär's mit einem Whisky? Hallo, Kamerad, ich kenne euch nicht. Das ist ziemlich seltsam. Ich kenne eigentlich jeden, der hier im Eisentron erzählt, wer ihr seid. Kauflaut aus Sembia. Aus Sembia, gell? Wenn ihr zu Rieta und Brunus wollt, habt ihr kein Glück. Die haben in Kerzenburg was Wichtiges zu erledigen. Ihr Hornochsen, was habt ihr denn geglaubt, ihr was ihr tut? Ich werde mich im Okay, dann gehen wir jetzt erstmal nach unten. Und zwar ganz nach unten. Wir können nämlich nach dem ganzen Chaos nicht direkt aus dem Eisenton rauslatschen. Das wäre komisch. Wie ihr wünscht. Außerdem möchte ich jetzt den Keller der errötenden Nixe mal einen Besuch abstatten. Nur zu fragen. Weil ich hätte auch noch gern Baldurats Umhang. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Auch wenn ich ungern hier bei den ganzen Kurtisanen rumlaufe. Schlafende Kurtisanen gibt's auch. Ja, Kurtisanen, Kurtisanen. Ich brauche...
Sicher. Worum? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Naja, eigentlich suche ich eine ganz bestimmte Person. Kurtisane und Edelmänner. Ja, Quenasch, die suche ich doch. Ich bin ein Prachtweib. Findest du nicht? Na, ich will hier keine Gruppe an den Rüstung haben, die meinen Freunden verscheuchen. Geht weiter, Kind. Weil er hat mich geschickt. Ich bin hier, um seinen Umhang abzuholen. Er hat ihn mir geschenkt. Ha, haltet ihr mich für... Ihr haltet mich für sehr blöd. Weil würde einem Rüpel wie euch so etwas nicht geben. Ich weiß nicht, wie er an seinen Namen kommt, aber ihr wisst ganz offensichtlich nichts über ihn. Was ist denn seine Lieblingsspeise? Wie lautet der Mädchenname seiner Mutter? Ich bezweifle, dass ihr je mit eigenen Augen gesehen habt. Welche Haarfarbe hat er? Wisst ihr überhaupt, welche Rasse er angehört? Dafür habe ich keine Zeit. Gib mir den Umhang oder sterbt. Seine Haare waren braun, eine häufige Farbe bei Menschen. Elf, Gnom, Haare war rot. Er war ein Elf und sein Haar war gelb wie das Sonnenlicht. Das klingt irgendwie am passendsten. Weil ein Gnom war er nicht, Mensch war er eigentlich auch nicht. Ich kann mich vielleicht nicht mehr an sein Aussehen erinnern, aber das ändert nichts. Er bat mir den Umhang als Dank für seine Befreiung und ich nahm ihn an. Handelt seinen Wünschen nicht zuwider. Ich glaube, er war ein Elf mit Haargelb wie Sonnenlicht. Vielleicht wisst ihr ja doch etwas über ihn. Ich kann dir noch nicht glauben, dass er euch einen solchen Gegenstand dafür vertrauen würde. Er kann natürlich manchmal ein bisschen flatterhaft sein. Ach ja, ist schon lange her, seit er mir einen Besuch abgestattet hat. Wer weiß, wie er sich verändert hat. Hier habt ihr ihn. Also nehmt ihn und geht. Ich habe Besseres zu tun. Da ist noch etwas. Er wollte mir auch den Helm von Baldur angeben. Also das möchte ich doch bezweifeln. Und ich hätte auch nicht geglaubt, dass er einfach so den Umhang abgeben würde. Das macht auch nichts. Ich habe nämlich keine Ahnung, wo der Helm sein könnte. Er hat mal erwähnt, dass er ihn verstecken wollte. Was hat er da nochmal gesagt? Also er sagte, dass es kein besseres Versteck für den Helm und den Umhang gäbe und das Gebäude praktisch dafür prädestiniert sei. Dass ich aber dennoch den Umhang behalten soll, damit sich nicht beide Gegenstände an einem solch öffentlichen Ort befinden. Hilft euch das weiter? Ich bin euch sehr dankbar, ich werde weitersuchen. Geht einfach weiter. Ja, Quenzan gab mir den Umhang von Baldur, nachdem ich sie im Unterkeller traf. Okay, den kann ich so nicht mal identifizieren. Na, warum denn ich? Ja, aber gucken wir uns so fertig hier um. Aber ja, hier dürften eigentlich nur noch Kurtisanen sein im Augenblick. Also Kurtisanen und ihre Kundschaft. Und eine Gruppe von Wächtern. Hey, macht uns zusammen keinen Ärger. Wenn ihr grob zu Nicht-Angestellten seid wollt, dann bitte nicht hier. Wie kann ich ihr braucht? Nur zu fragen. Sie müssen ihre Runde noch mehr so, vergrößern. Das heißt, wir können hier hochgehen. Und hier mal mit Borg reden und mal einmal rasten. Hey Freund, du, das ist pfundig, so eine feine Seele zu treffen. Ja, das Tolle ist, wir kommen eigentlich in der Nähe vom Lafander. Schreien raus. Allerdings gibt es dort keinen Heiler. Das heißt, wir müssen eins weiterreisen. Ach ja, und Nera identifiziert das Ding mal. Rüstungsklasse minus 1, Rettungswurf, Magiewiderstand. Kann von jedem getragen werden. Minus 1, minus 3, minus 6, minus 5, 0. Was trägt sie? Flüstern der Stille. Ah ja. Ganz ehrlich, geben wir dem mal näher ran.
Und den können wir verkaufen, weil für zwei Phasen in einen Wolf verwandeln ist jetzt auch nicht so der Hammer. Wie ihr wünscht. So, Helmtempel. Ihr braucht nur zu fragen. Der Wachsame kennt alle eure Sünden.